Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl schier. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Die Geschichte heute sprengt den Rahmen der Jurisprudenz, denn sie tendiert begierig ins Theologische. Jedoch das jähe und fromme Temperament der Hauptzeugin und Pfarrhaushälterin aus Dürling hat eine gehörige Portion Menschlichkeit. Der mit dem Instrument, Angeklagter? Nicht gern. Thomas, das Kopf ist, du liegst immer auf dem Richtertisch. Und passieren wir nicht, was tut meine Trompeten? Zahlst du mir die Reparatur, gell? Ja, Thomas, die sitzt zum Fett gleich an. Hab nur keine Angst nicht um deinen Vater Zilli. Ich leiste einen heiligen Eid drauf, dass ihm die Jungfrauenkongregation die Trompeten geschenkt hat. Jawohl, geschenkt. Anvertraut, gell? Nee, geschenkt. Mhm. Und anvertraut ist noch lang nicht geschenkt. Ja, ich will damit nichts zu tun haben, liebe Pfarrkinder. Das Ganze hat sich wieder einmal meine Haushälterin, die Fräulein Ursula, ausgedacht. Ja, ja. Ich wäre dankbar, wenn es langsam Ruhe eintreten würde im Saal, ja? Danke. Aufgerufen ist die Sache Jungfrauenkongregation. Fürchterlich, dieses Wort allein schon. Jungfrauenkongregation Dürling, vertreten durch Fräulein Ursula Attenberger, Pfarrhaushälterin, und Fräulein Walburga Hirner, Bauerstochter, beide aus Dürling, gegen Bartholomäus Kaser, Schreiner und Musikant, auch aus Dürling, wegen Unterschlagung. So, Jungferklägerin, jetzt schießen's los. Welches ist nun die gestohlene bzw. unterschlagene Trompete? Diese da oder die, die Sie haben? Conny, bei alle zwei Trompeten rechtmäßig mir gehören. Der liegt ja. Herr Angeklagter, wieso fühlen Sie sich eigentlich angesprochen? Ha? Die Frau Klägerin habe ich was gefragt. Frau Ursula, bitteschön. Also, Herr Richter, dieser Mensch, der liegt ja, wer druckt? Dieses da. Ja? Unser Instrument, was wir Dürlinger Jungfrauen von unserem Vereinsgeld bar bezahlt haben. Das hat er sich angeeignet. Und das Schlimmste ist, Herr Richter, dieses Instrument, was wir eigens haben weihen lassen, mit dem Instrument hat er Tanzmusik gespielt. Also wenn das keine Dozent ist und kein Verbrechen, dann können wir ja gleich ketzerisch werden. Nein, das darf ich ein bisschen warten, das passt gar nicht zu Ihnen. Also, dieses Instrument da, das gehört dem Angeklagten. Ja. Das ist sein von Ihnen auch nicht angefochtenes Eigentum. Und diese da... Herr Richter, von seiner Trompeten, da reden wir gar nicht. Das ist natürlich ein liederliches Instrument. Mit der Trompeten, da spielt er auf die Tanzbäden, dass der Teufel erfreut hat. Das ist ja überhaupt die himmelschreiende Sint von den Musikanten, dass allerweil die unschuldiger Dirndl verführen auf den stinkerten Tanzbäden mit einem höllischen Tralala. Frau Ursula, ich habe einige Schwierigkeiten, mich in Ihren Gedankengang bzw. in Ihre Gefühlslage hineinzuversetzen. Das wäre gar nicht so einfach. Also man hat dem Jungfrauenverein da eine Trompete gestohlen bzw. unterschlagen und Sie bezichtigen den Angeklagten der Täterschaft. Stimmt das? Dieser Bazi, der hat ja diese Trompeten nicht bloß gestohlen. Sondern? Der hat ihr ja auch die heilige Weihe genommen. Was? Was hab ich genommen? Ja, die heilige Weihe. Weißt du, ein ganz ein sündhafter Mensch bist. Und jetzt möchtest du das auch noch leugnen, was? Aber dafür habe ich meine Zeugen. Der Halodre, der hat mit unserer geweihten Trompeten auf die Tanzbäden am Teufel aufblasen und mit seiner höllischen Blechschnadern hat er in der Pfarrkirche gespielt. Und das an die höchsten Feiertage. Ah, Freund Ursula, also Ihre Schnattern ist auch nicht so ganz ohne. Ja, dagegen ist eine Trompete direkt eine sanfte Schalmei. Nicht? Und Sie behaupten also... Ja, ich habe für jede Behauptung meine Zeugen. Und ich verlange, dass dieser Dreckhammel, dieser Ausgeschamte, einmal richtig bestraft wird. Frau Ursula, Sie könnten eigentlich wissen, dass jeder Dreckhammel bei mir 5 Mark kostet. Gell? Außerdem, was ist denn das für ein Schmarrn, eine heilige Weihe? Kann man da nicht unterschlagen oder stellen? Nicht? Das Nämliche, sag ich ja. Und überhaupt, so bitte der Weihe gar nichts tun. Da muss ich Freund Ursula schon ein bisschen täuschen. Ja, ich hab doch selber gesehen, mit was für einem Instrument der Lump spielt. Mit seiner stinkerten Tanzelmus oder mit unserer Geweihten. Freund Ursula, jetzt bitte ich Sie aber inständig, sich hinzusetzen. Angeklagter, kommen Sie mal vor.
Sie haben also dieses Instrument da, das auf da meinem Tisch liegt, verkauft, obwohl Ihnen bekannt war, dass es Ihnen nur leihweise und von Fall zu Fall zur Verfügung gestellt worden ist. Was? Leihweise hätte mir die Trompeten gerade gehört. Ja, richtig. Na, da muss ich die Freundin Ursula schon täuschen. Herr Richter, die Sache war nämlich ganz anders. Diese Trompeten haben nämlich mir die Jungfrauen geschenkt. Ein Schmarrn! Herr Richter, die Sache war nämlich so. Jetzt geht's erst richtig los. An die Hexenfeiertag. Da singen wir im Dürlinger Kirchenchor immer eine sehr schöne Messe, wo im Credo, im Gloria und im Sanctus die Trompete mordsfeierlich zu hören ist. Besonders im Sanctus. Und das muss er ihm der Neid lassen, dem Barze, dem Ausgeschampten. Er hat seine Sache gut gemacht. Aber mit der nämlichen Trompete hat er auch auf den Tanzbäden am Teufel aufblasen. Und das hat uns Jungfrauen gar nicht gefallen. Und darum haben wir eigens für die kirchliche Musik eine neue Trompete gekauft, um 235 Mark. Und dieser Lump, der Schlechte, der hat dieses Instrument weiterverkauft und wieder mit seiner höllischen Blechschnodern das heilige Sanctus ausgeblasen. Und dafür verlangen wir eine anständige Bestrafung. Mindestens 3 Jahre Zuchthaus. Oh. Ich hab's nicht verkauft. Und überhaupt ist das meine Trompeten gewesen. Hier, Trompeten, die neue Trompeten, die gweite Trompeten. Ha, ist mir denn in Dürling gar so empfindsam und so brav? Ich nicht. Mir ist das wurscht, ich blas mit einer jeden Trompeten. Ja, ist ja eigentlich normal für einen Trompeter. Na, jetzt setzen Sie sich beide. Sie dahin und Sie dorthin. So, Freund Nebenklägerin, kommen Sie einmal her, bitte. Ja, kommen Sie halt her, so. Also, das habe ich wirklich noch nie gehört, dass man bei den Trompeten unter profanen und kirchlichen unterschieden hätte. Wer ist denn in Dürling auf diese tugendhafte Idee gekommen? Der Herr Pfarrer oder der Jungfraubund? Nein, jetzt sind Sie noch nicht gar so schüchtern. Ich habe hier noch keine gefressen. Sie sind doch die Vorsteherin, oder soll man da besser sagen, Chefin von der Jungfrauenkongregation. Ha? Haben Sie diesen großartigen Einfall mit der neuen geweihten Trompeten gehabt? Damit, dass es kein Ärgernis nicht mehr ist, haben wir dem Bartel eine neue Trompete gekauft. Gell? Gell, Sie haben es gekauft. Wie das sagen, alle 2 Trompeten kennen wir. Du Lernschippi, du Verlogener. Wir haben doch eigens zur Auflage gemacht, dass der Herr Oberlehrer und Organist jedes Mal die Trompete auf dem Kirchenchor droben in den Notenschrank einsperrt, damit dieses Instrument überhaupt nicht in die Nähe von einem Tanzboden kommt. Aha, aha, endlich einmal was Neues, der Herr Oberlehrer. Weil, denn das lässt sich doch denken, bei ihm daheim das Instrument ja gleich entweiht ist. Hey, hey, ich bin ein anständiger Musikant, gell? Da muss ich Freund Ursula schon täuschen. Alter Hoverfeldtreiber bist du. Fräulein Klägerin, die Klagebegründung rechtfertigt in keiner Weise eine Beleidigung, gell? Setzen Sie sich hin, bitte schön. Sie auch? Ja, und Sie ja, Sie weiß, dann ging es halt zu. Also zum Verzweifeln mit euch. Bis man da bloß ein Brösel Wahrheit rausbohrtet. Wachmeister, rufen Sie mal den Zeugen Korbinian Kottmeier her. Den Zeugen Korbinian Kottmeier? Jawohl. Ja. Mei, da kannst du nichts machen, hoch werden. Ja. 2 Reifen zusammen. Ja. Und wenn sich da eine Trompeten einbaut, der neue, da bist du als Mann glatt hergeschickt. Ja, ein Denkzettel braucht's halt wieder, meine Fräulein Ursula. Das ganze Ruralkapitel hat's mir schon aufgehitzt. Ja, der Pfarrer von Kirchenzell hat sich bereits eine eigene Kirchentrompete kaufen lassen. Ja, gut, mal, ich sag Ihnen, wenn die den Prozess gewinnt, dann hab ich gar nichts mehr zu reden. Mei, Hochwürden. Ja, die kann. Warum soll es einer besser gehen als wir uns? Nein, also, gewinnen darf sie auf gar keinen Fall. Der Bartel muss freigehen. Als ob man unseren Herrgott nur mit einer geweihten Trompete verherrlichen könnte. Das steht nirgends geschrieben. Und kein gelehrter Theologe hat sich noch je darüber geäußert. Aber die Fräulein Ursula, mein Lieber, so ein Pfarrersgegen hat am festen Glauben. Naja, also, ich stehe ganz zum Trompetenbartel. Und ich mein, auch der Herrgott gibt ihm recht. Aber nicht das Fräulein Ursula. Kottmeier, Korbinian, geh weiter, Kolbi. Auf geht's, wir sind dran. Ja, ja. Aber nicht das Fräulein Ursula. Haben Sie keine Angst, Herr Dekan, wir halten schon zusammen. Der Bartel, der geht frei. Da drauf schwöre ich jeden Eid. Die Sitzung hätten Sie erleben sollen beim letzten Ruralkapitel nachmittags beim Café. Die Ursula schenkt meinen lieben Mitbrüdern einen Kaffee ein und rett
und redet von der neuen Trompeten. Und dass die anderen Pfarreien es auch so halten müssen. Und mei, da vergeht einem die Freude an der schönen Kirchenmusik an den hohen Festtagen. Hochwürden, Herr Dekan. Dabei klingt gerade die Eckmess so wunderschön mit der Trompeten beim Sanctus. Ta-ta-ta-ta! Das ergreift. Das übertönt sogar noch die Orgel. So. Also, wenn Sie mich fragen, Herr Rat, so ganz Unrecht hat die Fräulein Ursula nicht. Ja, wenn ich Sie frage. Ich möchte aber von Ihnen bloß hören, ob Ihrer Meinung nach der Angeklagte diese Trompete der Jungfrauenkongregation gestohlen hat. Wie denkt man in Dürling drüber? Also, wie ich sag, so ganz Unrecht hat die Fräulein Ursula nicht. Aber gestohlen hab ich's nicht. Der Kottmeier soll reden, Himmel und Wettermeister, das ist ein Fall. Also, ich kann die Fräulein Ursula gut verstehen. Da haben wir zum Beispiel voriges Jahr den großen Frauentag. Ja? Am Tag zuvor ist in Remmerding die große Schlossbauernhochzeit, wo die Burschen Kraft haben, dass unser Bader 8 Tage lang noch einen Haufen Arbeit gehabt hat. Und wo er da, der Herr Musikant, mit seiner Trompete so zugeschlagen hat, dass das ganze Instrument verbogen war. Ah. Jetzt können Sie nicht hingehen, was das am Frauentag für ein Sanctus gewesen ist. Ja, da muss ich ja direkt lachen. Ich habe in meiner Trompete noch nie eine Kraft. Höchstens, dass er mal eine kleine Tuin gehabt hat, eine ganz kleine. Und geblasen habe ich immer einwandfrei. Tä-tä-tä-tä. Ja, man hört's direkt, nicht? Aber trotzdem bleib sitzen, bitte. Ganz verbogen ist gewesen die alte Trompeten am Frauentag voriges Jahr. Und da habe ich mir zum ersten Mal Gedanken gemacht. So. Und an Weihnachten habe ich mir nachher zum zweiten Mal Gedanken gemacht. Da war mein Instrument längst repariert. Wie neu. Man kennt's kaum von der neuen weg. Ja, tatsächlich, die zwei Instrumente kennt man kaum auseinander. Geh, Frau Ursula, zeigen Sie Ihre Nummer her, bitte. Ja? Man kennt's kaum auseinander. Ich hab's alle zwei recht fleißig putzt. Mit Zinnkraut. Da glänzen's. O weiser, heiliger Sankt Salomon, jetzt hilf mir. Die welchen ist jetzt die gestohlene und die welchen ist die geweihte? Ja, das frage ich mich auch. Ich stamme alle zwei von derselben Firma. Da sehen Sie, Herr Rat, was der da für ein Batz ist, für ein Adrader. Er selber hat nämlich die neue Trompeten gekauft. Naja, Trompeten muss ein Trompeter kaufen, ne? Auch mit dem Geld von der Jungfrauenkongregation. Wer weiß, ob die Trompeten überhaupt so viel Geld kostet? Nein, das stimmt schon. Ich bin ja selber dabei gewesen und zahlt habe ich auch. Zahlt hat sie? Ja, Moment, ja, die Quittung habe ich hier vorliegen. So, meine Herrschaften, Sie können Platz nehmen. Sie auch, Herr Bürgermeister? Zur Sache haben Sie nichts gewusst. Hm? War das nichts? Gut, probieren wir es mit dem Nächsten. Wachtmeister, holen Sie mir den Zeugen Wagner Benedikt, Oberlehrer von Dürling, herein. Den Zeugen Wagner Benedikt, jawohl. Ja. Ja, mit euch vergeht einem die Gerechtigkeit. Wenn der Bertel heute verurteilt wird und meine Ursula kriegt Recht, dann ist sie überhaupt nicht mehr zu bändigen. Im Gegenteil, hochwürden Herr Dekan, ich schließe mich voll und ganz der Meinung der Frau Ursula an. Ja. Wir brauchen nicht nur eine kirchenchoreigene Trompete, wir benötigen auch kirchenchoreigene Violinen, Celli und Kontrabässe. Ja, die Begabungen wären vorhanden, die Trompete ist markanter Anfang. Ja. Unter meiner Leitung werden wir eines Tages Mozartmessen aufführen. Ja, ne. Warum nicht? In Kirchenzell können Sie es auch. Der Zeuge Wagner Benedikt, kommen Sie, Herr Oberlehrer, wir sind drauf. Ja, jetzt kann ich gerade nur auf die Gerechtigkeit hoffen. Nur nicht verzweifeln, hochwürden Herr Dekan. Ich bin auch noch da. Ich schwöre jeden Eid. Die Freundin Ursula hat meiner Schwiegertochter ihrem Vater die Trompeten geschenkt. Das weiß ich. Und darauf schwöre ich. Ja, ich hab das verstanden, Herr Oberlehrer. Also, der Herr sagt jetzt selber, Herr Richter, was der Herr Oberlehrer sagt. Wir Jungfrauen haben eigens verlangt, dass die Trompete jedes Mal auf dem Kirchenkordon mit dem Notenschrank eingesperrt wird. Ja, ich erinnere mich, Hohes Gericht, sehr exakt an diesen Befehl der Freundin Ursula Attenberger. Sehr exakt. Na, Gott sei Dank. Unser hochwürden Herr Dekan ist ja zugleich Schulinspektor. Mhm. Und er hat eine große Freude an einer solchen Kirchenmusik. Ja, das haben wir auch, aber mit einer anständigen Trompeten. Darüber haben Sie Ruhe bitte schon sehr erschöpfend Auskunft gegeben, Frau Ursula. Erschöpfend und einseitig. Bleiben Sie bitte in Gottes Namen jetzt sitzen. Herr Zeuge, wer bewahrt denn den Schlüssel zum Notenschrank auf? Meine Wenigkeit, Hohes Gericht.
meine Wenigkeit. Ah, demnach können also nur Sie dem Angeklagten diese Trompete da ausgehändigt haben. Ich, hohes Gericht? Ja, ja, ich mein schon. Wer denn sonst? Das Schloss zum Notenschrank ist kaputt. Man kann den Schrank gar nicht mehr verschließen. Aber ein Schlüssel, ruhig, ein Schlüssel haben Sie in Verwahrung. Ja, also wenn das Schloss kaputt ist, dann kann die Trompete natürlich leicht raus. Das ist ja klar. Ich möchte eine Aussage machen. Na, endlich. Ja. Das Schloss hat überhaupt keinen Riegel mehr. Ja, und der Schlüssel steckt sowieso immer. Das ist ja nicht zum Blasen. Herr Zeuge, haben Sie dem Angeklagten erlaubt, dass er die Trompete mit nach Hause nimmt? Gewiss, aber nur zum Üben. Ja, und einblasen habe ich es auch müssen. Ich bitte um Ruhe. Herr Zeuge, zu Ostern hat der Angeklagte zum ersten Mal auf der neuen Trompete geblasen. Haben Sie gemerkt, dass es zu Pfingsten zum Beispiel sich nicht um das gleiche Instrument gehandelt hat? Nein, nein, nein. Die beiden Instrumente klingen völlig gleich. Und da sie vom selben Instrumentenbauer stammen, sind sie auch vom Aussehen her einander sehr ähnlich. Mhm. Ja, tatsächlich. Dankeschön, Herr Zeuge. Sie können Platz nehmen. Wachtmeister, bitte rufen Sie mir den Zeugen Vinzenz Wastelhuber herein. Den Zeugen Vinzenz Wastelhuber? Jawohl. Na, schön langsam werden wir schon dahinter kommen, nicht wahr? Freund Ursula, wie sind Sie denn übrigens auf das plötzliche Verschwinden Ihrer jungfräulichen Kongregationstrompete aufmerksam geworden? Ja, ja, also das war gleich am Sonntag nach Pfingsten. Ja. Da sind bei mir die ganzen hochwürdigen Herren vom Dekanat Thürlingen im Pfarrhof gesessen. An solchen Tagen hat man natürlich immer besonders viel zu tun. Mhm. Mir wäre es ja viel lieber, wenn wir das Dekanat gar nicht hätten. Denn da kommen sie ja wieder her, diese Bauern am Pfarrer, ja, tragen einen Haufen Träger rein, ja, essen und trinken und ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ja, da tun Sie mir direkt leid, Freund Ursula. Nicht wahr, ein bisschen geschwinder müssen Sie erzählen. Also nach dem Essen und Trinken, dann noch Kaffee. Ja, ja, also das war am Nachmittag beim Kaffee. Ja. Ich schenke gerade dem dicken Herrn von Kirchenzell. Da sagt er zu mir, dass sie jetzt einen sehr guten Trompeter hätten, der vom Militärdienst heimgekommen ist und wo er Stabstrompeter gewesen ist. Also. Ja, sage ich, unser Bartel, der blast aber die Trompete noch viel schöner, weil er nämlich vom Jungfrauenverein eigens für die kirchliche Musik eine neue Trompete gekriegt hat. Ach so, gekriegt hat. Haben Sie es gehört? Sie Rindfisch, lassen Sie es doch reden, wenn es einmal für Sie günstig ist, ne? Ha? Nix. Ja, gekriegt hast aber doch nicht geschenkt. Also da haben mir die hochwürdigen Herren diese Geschichte nicht geglaubt. Ich hab gleich meinen Kugelmensch rübergeschickt zum Lehrer, dass er mir sofort die Trompeten vom Chor runterholt. Er hat sie aber nicht gefunden. Im Notenschrank war sie nicht und der Bartel hat auch bloß ohne vorweisen können und der hat ihn gehabt. Da hab ich mich auskennt. Der Bazi, der Ausgeschammte, der hat diese Trompeten verkauft gehabt. Verkauft nicht? Verkauft hat er's gehabt. Diese Blamage vor die hochwürdigen Herren. Und dafür muss er bürsten. Und zahlen muss er auch. Ja. Der Zeuge Wastelhuber, Vinzenz Flickschuster zu Kirchenzell. Dankeschön. Und Ihnen Ruhe da hinten. Und Ihnen danke ich auch, Fräulein Klägerin. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Gehen Sie hinter und der Zeuge kommt vor. So, kommen wir's her, ein bisschen geschwinder. Zeuge Wastelhuber, Sie sind also der Besitzer, um nicht zu sagen, nein, das wäre falsch, der Eigentümer dieser Dürlinger Kongregationstrompete? Nein. Von solchen Trompeten weiß ich rein gar nichts. So, dann packen wir es andersrum. Aber Sie haben von dem Angeklagten Bartholomäus Kaiser aus Dürling eine Trompete käuflich erworben? Nein, durchaus nicht. Machen wir es wieder anders. Aber Sie haben diese Trompete bei sich zu Hause gehabt und dort hat sie ja die Polizei dann auch verhaftet. Ich meine, beschlagnahmt, ne? Das schon. Ja, was heißt das schon? Ja, mei. Ja, mei, Sie das, wenn ich schon höre, dieses Ja, mei. Können Sie überhaupt Trompeten blasen? Jetzt schon ein bisschen, aber noch nicht gut. Also Sie lernen es noch, Sie kriegen doch Unterricht. Ja, von meinem Schwiegervater. Schwiegervater? Haben Sie gesagt Schwiegervater? Freilich. Ich habe seine Tochter geheiratet vor 3 Wochen. Ja, gratuliere. Der Angeklagte ist Ihr Schwiegervater, das ist ja großartig. Das wissen Sie, dann können Sie die Aussage verweigern. Das muss nicht sein. Ich kann schon reden. Mein Schwiegervater hat das Instrument seiner Tochter als Heiratsgut mitgegeben. Ja, das wird ja immer besser. Die Dürlinger Jungfrauenkongregationstrompeten zur Mitgift, ich möchte fast sagen, herabgewürdigt. Also was noch Unpassenderes ist Ihnen nicht eingefallen, Herr Angeklagter, nein? Nein, hör ab. Noch ein Jammer, dann kracht's, Kind.
Ja, jetzt ist die Trompete natürlich total profaniert. Ja, jetzt können wir es noch einmal weinen lassen. Nein, ich bin so gut wie mittellos. Was hätte ich meiner Tochter sonst mitgeben sollen? Zur Trompeten. Also der schreckt einfach gar nichts zurück. Je eher der Herr Bräutigam zu mir gekommen ist und hat um der Ziel die Hand angehalten, haben wir gedacht, Memo, bist du ein armer Hund. Er bräuchte halt nur ein Nebengeschäftel, ne? Eins, wo es auch ein bisschen treppelt. Da sehe ich es eh mei. Ja, da verreckt, denke ich mir. Der hat ja Lippen wie der Stabstrompeter. Der Mann ist ja hochbegabt für mein Instrument. Jetzt eine Sache angehakt, jetzt eine Sache. Eine Embouchure hat er, der Finzins. Schauen Sie sich ja gerade mal an. Diese Oberlippen, diese Unterlippen. Da freut sich ja jedes Mundstück. Wie oft soll ich denn noch sagen, zur Sache angehakt? Ja, Herr Richter. Als ich mir diese Mai gesehen habe, habe ich mir gedacht, der Mann muss Trompeten blasen lernen. Ich lerne es ihm, habe ich mir gesagt. Und das Lernen kriegt gleich als Heiratsgut für Zilli. Damit ist ihr und ihre Kinder auch geholfen, ne? Ja, und die Trompete? Ja, freilich, eine Trompeten braucht er auch. Ohne Trompeten hätte ich nie nicht geheiratet. Ja, bravo, jetzt sind wir soweit. Nicht? Dann haben Sie einfach diese geweihte Trompete aus dem Notenschrank geholt und haben sie Ihrem Schwiegersohn mitgegeben. Na, die nicht. Die meinige habe ich ihr mitgegeben. Mit der Kongregationstrompeten blase ich nur in Tierling. Ja, aber auch auf die gestinkerten Dampfbäden. Und das ist ein Ärgernis und das muss bestraft werden. Ich benutze die geweihte Trompete ja nur leihweise, Fräulein Ursula. Also bitte, also jetzt geht die Komplikation langsam über mein Fassungsvermögen. Was heißt denn jetzt wieder leihweise? Ja, nur leihweise. Obwohl ich gemeint habe, die Fräulein Ursula hätte mir die Trompeten geschenkt. Nein, Fräntel. Mit der geweihten Trompeten spielst du nur in der Kirche. Und für deine profanen Drecksachen, da kaufst du eine andere. Was sowieso schon so zugerichtet hat. Da ist ein sehr richtig, ein Tun an der anderen. Das ist die falsche. Das. Nein, das ist schon der richtige. Das ist eine noch mehr Tun dran. Und von der heiligen Weise habt ihr nichts mehr zum Singen. Mhm. Und so schöne Trompeten. Oh, Freund Ursula. Ja, setzen Sie sich hin, nehmen Sie Platz, bitte. So, geht's alle auf euren Platz und außerdem aufstehen. Hm. Also die Besitzverhältnisse dieser Trompeten sind leider juristisch nicht ganz zu klären. Versuche aber trotzdem ein Urteil zu sprechen. Der Angeklagte Bartholomäus Kaser darf auf der geweihten Trompete ebenso wenig auf Tanzbühnen und anderen weltlichen Musiken blasen, wie die Dürlinger Kirchensopranistin Ursula Attenberger ihr eigenes Organ zu weltlichen Reden, was in diesem Falle heißt, zu unfeinen Reden, etwa wie Dreckbären und Sauerbären etc. benutzen darf. Die Sitzung ist geschlossen. Ja, gibt's denn jetzt überhaupt keine Gerechtigkeit mehr? Ja, darf denn der Dreck haben mit der Geschärfte? Herr Richter, jetzt sag ich Ihnen was. Die zwei Trompeten, die trage ich jetzt zum Wein. Und diejenige, die was zerreißt, das ist dem Pfundheim seine. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat eh niemanden geschickt. Ja, es ist erstaunlich, wie ich höre, soll die Fräulein Ursula jetzt des Öfteren noch rechtzeitig ein Halleluja anstimmen. Was? Ja, ja, ich meine, bevor ihr wieder mal ein Saubär auf die Zunge rutscht. Und Sie haben das fertig gebracht? Ja, das möchte ich nicht entscheiden, Herr Pfarrer. Eine liebe Zeit. Trotz der Vorkommnisse. Menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich-bayerischen Amtsgericht.